Wahrscheinlich hätte ich sie jetzt mit angeschlagener Gesundheit nicht geschafft, aber so ging es jetzt mal. Gut. Also, dann sollten wir jetzt, wenn wir rausgehen, nach rechts. Also diese Schritte hier, ne? Das regt mich ja echt auf. Es klingt immer so, als wären sie hinter dir. Oder vor dir oder über dir. Aber zu keinem Zeitpunkt fühlst du dich sicher. Was ja okay ist. Ist ja ein Horrorspiel, soll ja so sein. Ist ja alles okay. So, jetzt gehe ich also nach unten. Tatsächlich wieder nach unten. Was? Ich wollte gerade sagen, jetzt steht hier direkt vor mir die Leute. Moment, jetzt muss ich. Da lang ist gut. Okay. Ist hier vielleicht irgendwo ein Fläschchen inzwischen aufgetaucht? Die sind ja tatsächlich rar gesät, ne? Die werden... Ich weiß gar nicht. Könnte man bei dem Spiel eine Schwierigkeitsstufe einstellen? Schwierigkeit normal, ja. Auf einfach wären wahrscheinlich ein bisschen mehr solcher Fläschchen hier verteilt, ne? Vermutlich. Oder die Gegner wären weniger hellhörig. Hallo? Rechts rum. Dann links rum. Und dann wieder rechts rum. Was ist denn das da für eine Tür? Wollen wir da hin? Wir können mal gucken, vielleicht steht da eine Flasche mit was drin. Warum denn eigentlich nicht? Ich glaube aber nicht. Nicht wirklich. Nee, nee. Egal. Raus. Wieder raus. Und dann geradeaus durch die Tür. In der Hoffnung, dass... der Kollege nicht gleich hinter selber steht, genau. Und dann da unten und links. Und hier ist nicht noch irgendwo so eine Flasche. Ja, irgendeine Flasche, ja. Ich will aber eine spezielle. Ja, wäre schon nicht schlecht. Also ein, zwei... Gut, ich habe mich bisher auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dämlich angestellt, stellenweise. Also ich könnte mit Sicherheit... hätte ich mich ein bisschen besser angestellt, schon jetzt so 2 bis 3 Flaschen so bei mir führen. Aber ich habe mich natürlich wieder letzte Trottel angestellt, deswegen ist es halt so, dass ich die nicht habe. Naja, jetzt gehen wir auf alle Fälle mal in den Keller. So. Da sind wir. Genau. Und dann haben wir da vorne nämlich den Musikschlüssel. Das heißt, wir gehen da vorne links. Ich muss nur aufpassen. Ich weiß gar nicht mehr. Sind hier unten auch Kollegen rumgelaufen? Ich höre jetzt zumindest mal nicht wirklich Schritte. Ich glaube, hier unten war niemand. Ich will mich natürlich nicht drauf verlassen. Die Richtung ist gut. Also ein Fläschchen wäre schon nicht schlecht, ey. Also wirklich, jetzt mal ernsthaft. Die können doch so immer wieder mal random welche aufploppen lassen, bitte. Das wäre doch eigentlich ganz doll. Okay, da ist jemand.
Ich höre wieder Schritte. Wenn ich Pech habe, kommen die natürlich von hinter der Tür. Aloha. Und tschüss. So, ein bisschen. Okay, jetzt kann ich hier Klavier spielen, wenn ich wollte. Ich habe jetzt nicht. Gibt's hier bitte ein Speicher-Dingensbummens? Das wäre doch geil. Oder? Nee, natürlich nicht. Also die Dinger sind auch viel zu rar gesät, wie ich finde. Was haben wir denn da? Eisex-Bau. Blä-Balsen-Notizen. Lesen. Details für große Orgel. Ich bin der Meinung. Ja. Von der ich ja der Meinung bin, dass sie mit diesen Zylindern betrieben wird. Das Aufteilen in vier Teile hat das Experimentieren vereinfacht, denn das Lied kann seine volle Wirkung nur dann erzielen, wenn alle vier Teile in der Reihenfolge abgespielt werden. Aber wie diese Wirkung, abschwächen und kontrollieren, wenn die Teile kombiniert werden? Die Lösung ist zum Greifen nahe. Ich spüre es wie eine Melodie in einem Traum. Vier-Zylinder-Mechanismus. Cerberus, Hund des Hades, Medusa, die Sirene, der Held, Stifte, Moment. Cerberus, Hund, ach ja, Cerberus ist einer, den haben wir bereits. Medusa brauchen wir, Sirene brauchen wir, der Held haben wir, Stifte, Musikzylinder-Verbindung. Stifte? Okay. Ja. Ja, das wissen wir, also, beziehungsweise das habe ich mir ja schon gedacht, dass das mit diesen Zylindern irgendwie funktioniert. Freunde, wisst ihr, was ich jetzt tun muss? Jetzt muss ich erstmal wieder ins Erdgeschoss und aus dem Erdgeschoss muss ich wieder in den Keller. Gelesen haben wir das, wie gesagt, vorher schon. Ja, endlich. So. Wo sind wir eigentlich jetzt? Gibt's hier nochmal vielleicht eine Tür mit Musikschlüssel? Leider nicht. Und da ist nach wie vor auch zu. Das heißt, ich gehe mal, oder ich gucke mal ins Erdgeschoss, ob da noch irgendwo eine Tür ist mit Musikschlüssel. Sehe ich jetzt aber. Boah, ist das anstrengend. Sehe ich jetzt so direkt mal nicht. Krakenschlüssel war meines Erachtens, oder habe ich meines Erachtens eigentlich an allen Stellen, wo ich ihn einsetzen kann, eingesetzt. Was machen wir in den Gärten? Da ist auch nichts mehr mit Musikschlüssel. Das heißt, der hat jetzt für mich eigentlich im Moment seinen Sinn verloren. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch wieder nach oben. Okay, so einfach ist es nicht. Wie geht die Tür jetzt hier auf? Sind da zwei Leute? Nach wie vor wäre es wieder cool, nochmal so eine Flasche zu finden. Ich habe ja jetzt Gott sei Dank eine. Was ich jetzt noch tun muss, ist nur lebendig, wenn es geht, wieder zurück in den Aufzug kommen. Ah, hallo. Das war wohl nichts, ne? Dude.
Ja, wenn sie natürlich aus mehreren Richtungen kommen, dann macht es einem das nicht leichter. Die ist nach wie vor zu die Tür. Okay, schauen wir mal. Also, die nächste rechts. Da vorne in der Hoffnung, dass wir ungescholten, unbescholten, ich weiß das Wort gerade gar nicht, da durchkommen. Durch diese Tür gehen wir jetzt auch, genau. Da haben wir vorher den Musikschlüssel eingesetzt. Jetzt gehen wir hierhin durch. Und jetzt müssten wir eigentlich wieder einigermaßen in Sicherheit sein. Unten rechts den Speicherraum, den nutzen wir aber wieder. Und ich werde mir das angewöhnen müssen, hier wesentlich öfter zu speichern. Also wirklich beim allerkleinsten Fortschritt, sobald ich irgendeinen kleinen Fussel gefunden habe, muss ich speichern. Denn wenn es blöd läuft, muss ich eventuell viele Minuten Spiel nachholen, um diesen Fussel wiederzufinden. Herzlichen Dank an Wales Interactive in diesem Fall für eure grandiose Speicheroption hier in dem Spiel. Plätschert jetzt hier Wasser? Echt blöd. Egal. Also wir gehen wieder nach oben. So, Erdgeschoss war nichts mit Musikschlüssel, leider. Dann bleibt mir jetzt eigentlich vornehmlich nur eins zu tun. Ah, wieder ins Erdgeschoss natürlich fahren. Jetzt sind wir wieder erstmal 6 Minuten am Laden gefühlt. Dann muss ich den Projektorraum finden und muss mir angucken, wo ich die anderen zwei Zylinder finde. Wobei ich mich wundere, ich hätte sie bis jetzt eigentlich irgendwie finden müssen. Ich war ja jetzt im Prinzip im ganzen Haus und in eigentlich jedem Raum. Oder es hat was oben natürlich mit dem Wappenmechanismus zu tun, dass ich erst bestimmten Zugang zu Gebieten erhalte, wenn ich dort oben sämtliche Wappen ergänzt habe. Allerdings wiederum, sage ich jetzt mal, wäre das schon ein bisschen fies, wenn sie einen hier wirklich das komplette Haus rauf und runter schicken, ne? Also, wir nutzen auch gleich wieder den nächsten Raum zum Speichern. Das, wie gesagt, muss ich mir einfach angewöhnen. Jede Minute, die hier irgendwie an Ladezeit, an Schieß mich tot, an sonst was gespart werden kann, ist ja positiv. Die nächste rechts. So. Wunderbärchen, gespeichert. So, jetzt haben wir folgende Situation. Was ist das hier? Das ist gar nichts. Okay, jetzt haben wir folgende Situation. Wir sind hier. Und auch jetzt bin ich wieder in der Situation, ich würde gerne zeigen, wo ich hin will. Allerdings weiß ich das gar nicht wirklich. Es muss irgendwo ein Projektor sein. Wurde mir der nicht irgendwie eingezeichnet? Ah, das müsste aber, warte, das müsste sogar schräg gegenüber sein. Wie geht's dir so, Ricky Dicky? Erzähl mal. Ah ja.
du rechts rum? Alles klar, macht es. Super. Geh weiter. Mach deinen Job, der keiner ist. Den Umständen entsprechend gut. Das ist immer so eine Aussage. Das heißt, es gibt Umstände. Und Umstände müssen ja nicht immer gut sein, ne? Aber ich weiß nicht, ob mich das was angeht. Mir selbst geht's ganz gut. Auch den Umständen entsprechend, die Spieler dieses Spiel, was nicht unbedingt ein toller Umstand ist. Wobei es ja tatsächlich nicht schlecht ist. Ich kann mich ja gar nicht beschweren. Nein. Kommt mir jetzt eigentlich jemand lang? Ich glaube, das juckt die aber nicht, dass der hier läuft, wenn ich mich recht erinnere. Laufe ich geduckt? Ich laufe die meiste Zeit geduckt, ja. Also die Gegner, ist das, also der da vorne zum Beispiel. Die sehen nichts. Die sehen tatsächlich nichts. Weil sie haben sowas über den Kopf gezogen da. Wie man jetzt deutlich sehen kann, aber sie hören dafür sehr gut. Ja, ist ja nicht so, dass die Ohren nicht auch mit irgendwas bedeckt werden. Also. Dieses Geschoss hier sagt mir ja gar nichts. Und dieses Geschoss sagt mir auch nichts. Wo ist das? Cerberus. Den habe ich ja gefunden. Held habe ich auch. Welches Geschoss soll das sein? Basement, Keller, das ist aber ein anderer Keller, nicht der, den wir hier haben. Kapelle haben wir geholt. Garten haben wir geholt. So. Second floor, West Wing, Bedroom. Second floor, okay, das heißt, wir müssen irgendwie in den zweiten Shattock. Also zweiter Stock ist jetzt mal klar, da muss ich irgendwie hin. Da ist aber nochmal ein Basement. Also, wir wissen jetzt, also ich war auch schon im ersten Stock. Jetzt weiß ich zumindest, dass ich aus jenem Stock zumindest mal in den zweiten sollte, weil da noch ein Zylinder ist. Und dann muss ich noch in irgendeinen Keller. Basement ist Keller, richtig. Dann heißt es, es gibt noch einen zweiten Keller. Denn Untergeschoss ist für mich auch ein Keller. Oder wie siehst du das? Und aus diesem Keller geht es definitiv nicht noch weiter runter. Also, mir ist auf jeden Fall relativ bewusst geworden, jetzt gerade aus dem Erdgeschoss sollte ich wieder raus, und zwar in den ersten Stock. Denn ich nehme an, dass ich aus dem ersten Stock irgendwie in den zweiten komme. Allerdings habe ich im zweiten, beziehungsweise im ersten Stock ein gewisses Problem, welches ich dir sofort zeigen werde. Wenn wir hier denn raus sind. Ich gehe aber direkt nochmal speichern. Ja. Weil ich es kann und auch muss. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du schon zugeschaut hast, bevor du dich gemeldet hast. Aber ich habe in diesem Stream schon mehrmals an einem manuellen Speicherplatz wieder starten müssen, nachdem ich erwischt wurde. Und mit manuell meine ich natürlich, dass man manuell speichern muss. Ne? Das Spiel speichert, soweit ich weiß, zu keinem Zeitpunkt automatisch. Das heißt, wenn du mal eine Stunde einen Lauf hast und alles läuft klasse und dann erwischt dich aber einer, dann hattest du eine Stunde einen Lauf. Und kannst dann nur hoffen, dass du den nochmal hast. Wo will ich da hin? Will ich da überhaupt hin? Ja, da will ich hin. So, da schleichen wir uns jetzt mal großzügig drumrum, ne? Hallo? So. Gehen wir wieder ins erste Geschoss. Ja, aber ich sag es mal, im Normalfall bin ich zumindest mal von modernen Spielen gewöhnt, dass an, ich sag jetzt mal, taktisch wichtigen Punkten, wo man irgendeinen wichtigen Gegenstand findet oder so, dass da automatisch gespeichert wird. Oder man betritt eine neue Map oder einen neuen Teil der Map. Irgendwie so. Man hat einen gewissen Bereich erkundet, kommt in den nächsten Bereich,
Da ist doch normalerweise ein automatischer Speicherpunkt drin, dass du zumindest mal so einen kleinen Checkpoint hast. Und das gibt es in diesem Spiel nicht. Ich habe meinen zweiten Stream dazu gemacht. Ich musste tatsächlich an einer Stelle anfangen. Die hatte ich schon, ich glaube, eine Dreiviertelstunde, bevor ich den ersten Stream beendet habe, erreicht. Ungefähr so. So, und jetzt sind wir an dem nächsten Punkt. Den erkläre ich dir auch gleich mal, wenn du schon da bist. Hier sind Wappen, die sollten ergänzt werden. Ja? Habe ich inzwischen ein Wappenteil gefunden? Rein zufällig? Nö. Also, mir fehlen jetzt im Prinzip eins. Mir fehlt gar nicht mehr viel, ne? Mir fehlen zwei Wappenteile. Ja. Und ich bin der Meinung, dann geht bestimmt da das Tor auf. Und dann kommen wir in den zweiten Shettok. Allerdings. Moment. Ich muss gleich erstmal gucken, wo ich hier speichere. Weil, wie eben bereits gesagt, ständiges und wiederholtes Speichern ist ein Kernelement dieses Spiels. Und ein weiteres Kernelement des Spiels sind Flaschen, die man finden muss. Sind Flaschen, die man finden kann, die einem Gesundheit wiedergeben. Die sind aber jetzt nicht unbedingt in rauen Mengen irgendwo verstreut, sondern die sind teilweise wirklich richtig knapp. Wo gerade Entscheidungen oder eine Entscheidung. Get even, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, also auch im Bereich, was da jetzt für Entscheidungen getroffen werden müssen. Ich habe keinen Plan, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist es sehr wichtig, sehr, sehr oft die Entscheidung zu treffen, zu speichern. Weil sonst kann es echt nervig werden. Du glaubst nicht, wie viel Minuten von diesen Streams, die ich zu diesem Spiel bis jetzt gemacht habe, ist ja heute der vierte. Wobei, ich habe eigentlich ist es erst der dritte, weil ich habe 2 und 2.1 gemacht. Weil ich die am gleichen Abend gemacht habe und wegen schlechtem Internet wieder abbrechen musste. Oder schlechter PlayStation, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall von diesen Streams, die ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden gehen, kann ich glaube ich fast die Hälfte wegschmeißen. Einfach wegschmeißen. Sobald ich meine Videos daraus schneide, schmeiße ich die Hälfte einfach weg von dem Material. Also kann schon sehr nerven. Also wenn du es nicht schon irgendwie dir gekauft hast oder so, oder vorhast, dir zu kaufen, empfehle ich es dir an der Stelle mal nicht. Get Even, da kann ich mal reingucken. Ist das auch Horror? Was mich wiederum zu der Frage bringt, gibt es bei dir was anderes als Horror? Weil ich habe eigentlich noch nichts anderes da gesehen. Außer mal eine Zeit lang, als du Farm Simulator, glaube ich, gestreamt hast. Und da hattest du aber das Mikro aus, glaube ich. Oder hat irgendein ominöser anderer Typ auf deinem Kanal Farming Simulator, oder was? LKW? Truck Simulator? Ach, irgendwie sowas, irgendein Scheiß-Simulator. War nicht dolle, finde ich. War echt nicht dolle. Habe ich mir auch nicht angeguckt, nicht lange. So. Meine lieben Freunde, wollte ich schon sagen, wir sind ja hier nun nicht im Plural, wir sind im Singular, denn wir sind ja, oder du bist ja alleine. Und ich selbst würde mich nicht als meinen Freund zählen. Ich bin maximal mein Arbeitskollege. So. Okay. Aber kommen wir zum Thema. Jetzt geht es hier so ein bisschen weiter. Ich würde dir gern was zeigen. Und ich bin der Meinung, ich muss jetzt irgendwie dahin. Weil. Geht nicht anders. Ich wüsste nicht, wie ich hier sonst weiterkommen soll in dem Spiel. Also hier haben wir auf jeden Fall diese Wappen. Du hast gesehen, zwei sind noch gebrochen. Oder da fehlt ein Stück, sind rausgebrochen. Wenn du es gesehen hast. Und die sollte ich natürlich noch ergänzen. Dann geht hier wahrscheinlich die Tür auf. Und dann komme ich in den zweiten Stock, wo ich ja den nächsten Zylinder finden würde. Hier habe ich vorher mit dem Musikschlüssel, das siehst du ja eine Harfe, habe ich vorher mit dem Musikschlüssel die Tür geöffnet. Und der muss ja nur auch irgendwo sein. Und des Weiteren brauche ich noch zwei weitere Zylinder. Naja. Habe ich gerade eben hier gespeichert? Habe ich hier oben gespeichert? Ja, ich habe gespeichert, ne? Weil ich werde gleich sterben. Mit ziemlicher Sicherheit. Wenn ich nicht des Rätsels Lösung vielleicht finde sogar. Aber du kannst mir damit deinen
auf Horror getrimmten Augen mit Sicherheit, also auf Horror- und Rätselgetrimmten Augen mit Sicherheit weiterhelfen. Ich werde jetzt gleich versuchen, dieses Wappensegment hier zu nehmen, Fragment, nicht Segment, Entschuldigung, dieses Wappenfragment zu nehmen, woraufhin ich hier durch den Boden fallen werde und dann bin ich in einer Todesfalle gefangen, ja, die mich zerquetscht, wenn ich nicht rechtzeitig etwas dagegen tue. Und, ja, schauen wir mal. Vielleicht kannst du mir da helfen, wenn du überhaupt noch da bist oder vielleicht auch schon schläfst. Wappenfragment. Ja. So, jetzt gibt es hier jede Menge Löcher. Zum einen gibt es hier jene Tür, die aussieht wie ein Exit. Ah, aber hier habe ich schon alles. Was ist denn das? Also, hier habe ich schon alles ausprobiert, reinzustecken, was geht. Kurbelrad. Wo kommt das Kurbelrad jetzt plötzlich her? Ja, danke für die Hilfe auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass deine pure Anwesenheit ausreicht. Senpai ist auch da. Etwas mehr Fortschritt? Naja. Also die letzten... Was ist jetzt los? Wie bewegt er sich nicht? Hä? Was? Ach so. Ach so, Grafikfehler. Ja, klasse. Schön. Ja, Senpai, heute läuft's... Ja, also es lief schleppend am Anfang. Äußerst schleppend. Also ihr habt mit Sicherheit die Hälfte des heutigen Streams. Die kann ich mehr oder weniger auch in die Tonne kloppen, wenn ich dann irgendwann mal Videos aus dem Material hier schneide. Aber die letzten Minuten waren relativ fruchtbar. Und wirklich die Anwesenheit hat geholfen, ja? Dieses Rätsel hier, das war ich vorher. Moment mal. Ah ja, jetzt sind wir wieder woanders. Also das Rätsel, was da vorne, wo ich jetzt gerade raus bin, ja? Wo ich aus dem Raum raus bin mit dem Wasser drin und so. Das ist eine riesige Falle, die mich zerquetscht. Wenn ich es nicht zu verhindern weiß. Und bin da schon mehrmals reingefallen. Und habe leider nicht gewusst, wie ich da rauskomme. Und jetzt habe ich da zufällig auf dem ersten Hieb dieses Rad da gefunden. Um mich daraus zu befreien. Also, ne, war im Prinzip so ein klitzekleines bisschen Glückssache auch, ne? Aus dieser Mission... Quatsch. Aus diesem Rätsel haben wir jetzt ein... Fragment mitgenommen. Ein Wappenfragment, nämlich ein grünes. Welches ich jetzt auch... gleich einsetzen werde. So, dann fehlt mir noch ein rotes. Und ich habe nicht den geringsten Schimmer, wo ich das finden soll. Egal. Jetzt wird erstmal gespeichert. Oh, und dazu muss ich mir einen Speicherraum suchen. Jawohl. Links zur Tür raus und dann gleich wieder links. Der Senpai weiß schon ein bisschen Bescheid, warum ich mir hier den Mund und Nase zuhalte, ne? Es ist nämlich wegen Corona. Nee, ist es nicht. Aber der Ricky Dicky weiß auch schon Bescheid. Die Leute können mich ja hören. So. Jetzt, Settle.